Das hier sind unsere Flyer. Das sind unsere Flyer hier. Was ist das denn? Hallo Sascha hier für Eingeschenkt TV heute aus Berlin. Wir sind wieder bei unserem guten Bekannten, dem Ralf Böß, und wir betrachten ja sein Projekt. Und ich denke mal, du erzählst mir am besten, wie weit euer Projekt gediehen ist. Ja, wir sind hier am Schnitzen, man sieht ja schon ein bisschen. Zum Glück brauchen wir noch nicht die ganze Platte hier, weil das ist ein Riesenteil und das immer zu bewegen ist schwierig. Aber wir sind hier am Schnitzen und das geht gut. Erstaunlicherweise hat die Polizei das auch zugelassen und hatte keine Beanstandung und wir sind völlig zufrieden. Also Schnitzen in der Öffentlichkeit ist noch erlaubt? Das ist noch erlaubt, ja. Und du hast auch schon mitgeschnitzt? Ist es schwierig? Ist relativ einfach. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Schön sind die Gespräche hier mit Leuten, die vorbeikommen. Also sind wirklich tiefgründig und sehr interessiert und nehmen immer gerne unsere Flyer mit, diese Holzflyer. Macht Spaß. Und was denkt ihr, wann wird es fertig werden? Ja, zum 23.05.2019. Da wollen wir ja diese riesige Platte haben und die vor den Bundestag hinstellen. Da ist Geburtstag des Grundgesetzes. Und unsere Politiker beachten ja nichts weniger als das Grundgesetz. Und was wir hier machen, sind die Staatsstrukturprinzipien gewissermaßen. Das ist die Verfassung im Kleinen, wenn man so will, Artikel 20. Und die fehlt vor dem Bundestag. Da sind Artikel 1 bis 19 sind hingestellt in Glas, graviert. Und Artikel 20 fehlt. Und weil der so sehr fehlt, nicht nur dort an der Stelle, sondern auch vor allem im Kopf der Politiker, haben wir uns gedacht, wir nehmen ein ordentliches Stück Holz, was die Politiker vorm Kopf haben, und holen das Grundgesetz da raus und stellen es ihnen vor die Türe zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Viele Zuschauer werden natürlich jetzt sofort zum Grundgesetz gegriffen haben und nachgeschaut haben, was Artikel 20 sagt. Aber für die, die jetzt das Grundgesetz nicht griffbereit haben, kannst du das mal noch mal ganz kurz erklären? Also wir haben hier unseren wunderschönen Flyer, ne? Der ist auch aus Holz. Und der erste Satz heißt, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Der zweite Satz heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist eine Besonderheit heute. Es geht ja alle Staatsgewalt von den Lobbyisten oder von den Firmen oder von den Geldmärkten aus. Ne? So, die dritte ist, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und so weiter und so fort. Da kriegen wir heute auch nicht mehr so viel davon mit. Was machen unsere Soldaten am Hindukusch und so weiter, das ist eine der Fragen. Hartz IV ist sicher nicht an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und so weiter und so fort. Und der vierte Satz heißt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht auf Widerstand. Wir haben uns entschieden, von unten anzufangen, quasi mit dem vierten Satz, und den sieht man hier, das ist die Basis. Wenn man als Politiker oder das Grundgesetz den Menschen übergibt, denkt man es von oben her. Wenn man es als Bürger ergreift, nimmt man es von unten. Mhm. Also wir fangen mit dem Recht auf Widerstand an, hier als Thema, und werden jetzt gucken, dass auch parallel dann Veranstaltungen dazu dem Thema laufen. Zuerst mal zum Widerstand. Okay. Crowdfunding fällt mir ein bisschen ein, dass ihr das darüber finanziert. Wie läuft die Aktion? Ja, also insgesamt brauchen wir noch viel Geld. Also der Anfang hat gut geklappt. Die Platte ist da in vollem Ausmaß und die kostet ordentlich Geld. Und was wir brauchen, um sie herzustellen, ist auch erstmal da. Aber für alles, was weiter folgt, ist noch nichts da. Und da haben wir uns entschieden, zum Beispiel, dass man Buchstaben mitfinanzieren kann. So 30 Euro pro Buchstabe oder sowas. Das sieht man dann auf der Webseite, kann man genau gucken. Man kann auch, die Besonderheit ist auch, man kann auch wirklich volle Worte finanzieren. Zum Beispiel das Wort Ordnung. Das haben wir jetzt deswegen noch nicht angefangen zu stemmen. Das Wort Ordnung oder das Wort beseitigen. Ne? Ordnung beseitigen führt natürlich zu Widerstand. Widerstand beseitigen führt im besten Falle zu einer wieder ordentlichen Ordnung oder so weiter und so fort. Jedenfalls, diese Worte sind mal freigestellt noch zum Finanzieren. Widerstand, naja, da kann man dann mal so auf 500 Euro gehen oder sowas. Wer Lust hat, sowas mitzufinanzieren, ist herzlich eingeladen.
Teure Worte. Wir brauchen jetzt auch noch ein bisschen Wasser, wir Veranstaltungen drumherum planen und für die Reisekosten, wenn wir jetzt jemand einladen zum Thema Frieden oder Thema Widerstand und so weiter. Also das fehlt uns jetzt noch. Thomas hat noch mal Fragen. Wenn ihr sagt, man kann am Crowdfunding mitmachen, sagt man den Zuschauern, was konkret, wo muss sich der Zuschauer hinwenden, wenn er sagt, ich habe hier Interesse, einen Buchstaben zu finanzieren oder ein Wort zu finanzieren. Was muss der Zuschauer machen? Also wir haben eine Webseite, die heißt deineverfassung.de. Deine-verfassung.de, eigentlich müsste ja ein Plus hin, ne? Aber das ist halt nicht üblich im Internet. Also deine-verfassung.de. Da gibt es eine Seite, die heißt Groß mitmachen. Und da ist gezeigt, wie man crowdfunden kann und was man auch sonst helfen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten zu helfen. Zum Beispiel, heute ist hier ja viel los, weil hinten das große Fest der Linken ist. Aber normalerweise ist hier nicht viel los. Hier ist mehr, ich würde mal sagen, so eine beschauliche Atmosphäre. Es wäre schön, es käme Leute, die schöne Musik machen können, zum Beispiel Dinjuridu, und sich hier hinsetzen und den ganzen Platz bevölkern hier mit irgendwas Schönem oder mit Veranstaltungen, die dazu passen, dass die sich angliedern, dass man quasi Sachen, die sagen, ja, wir wollen auch mal wieder, dass die Verfassung ernst genommen wird aus allen Seiten, die sollen auch herkommen und ihre Veranstaltungen hier machen, so in der Art. Und auch mitschnitzen, vorbeikommen, mitschnitzen oder auf der Wiese, die lädt ja auch ein zu Gesprächen. Wann seid ihr immer hier? Wann können die Leute kommen? Wir sind immer hier am Samstag. Samstag seid ihr hier? Also von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Die findet man aber auf der Webseite, besonders dann auch auf der Seite Termine. Aber im Allgemeinen Samstag sind wir hier immer in der Zeit so, dass es gut ist. Zurzeit ist es so 16 bis 20 Uhr. Also Samstag an der Volksbühne in Berlin, Rosa-Luxemburg-Platz. Jeden Samstag könnt ihr herkommen. Ralf und Steffi schnitzen hier. Und ein paar andere Leute auch. Aber immer wegen der Uhrzeit nochmal checken auf deine-verfassung.de. Webseite blenden wir ein. Also Berlin, Alexanderplatz. Nein. Rosa-Luxemburg, Rosa-Luxemburg-Platz. Ja, die zwei verwechsel ich immer. Okay, alles klar, vielen Dank. Und? Ich habe noch eine Frage. Ach so. Die Schnitzarbeiten, wie gehen Sie denn voran aus eurer, also euer Zeitplan, seid ihr am Plan und was muss man denn beim Schnitzen so beachten? Wie wird denn das gemacht so? Wie kommen denn die Buchstaben so zustande? Also worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, die Buchstaben nicht wegzuschnitzen, also wegzuhauen. Ach so. Aber dann haben wir auch Plan. Der Notarzt hier, der dann extra mit speziellem Leim dann die Teile wieder anklebt, wie sich das gehört, ne? Und der Zeitplan, also sagt ihr, wir sind gut unterwegs, wir haben uns vorgenommen, dieser Absatz des Artikels 20 soll wann und wann fertig werden und seid ihr da gut in der Zeit? Spätestens in 3 Monaten, aber eigentlich auch ein bisschen früher, weil im Winter können wir uns ja nicht so gut hier hinstellen. Also ich denke, wir sind dicker Daumen gut in der Zeit. Okay, was brauchen wir für Werkzeuge? Hier sehe ich gerade eine Schaufel. Eine Schaufel nimmt man da. Ja, Schaufel. Und was ist das denn? Eine Schnarre ist das. Erklär mal. Also wir haben viele Zuschauer bei Eingeschenkt dafür, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Vielleicht wäre es ganz gut, ihnen zu erklären. Das sind Stechbeitel und Klöppel, nennt man das, denke ich mal. Gummihammer. Ja, genau. Gummihammer. Genau. Ja? Und damit schnitzt ihr die Buchstaben rein, ja? Gut, wunderbar. Und wenn man zweimal geschnitzt hat, dann sind die Stechbeitel schon nicht mehr scharf. Das merkt man deutlich. Und wir haben jetzt zu Hause eine ordentliche Schärfmaschine. Und das ist eine Kunst, die dann auch ordentlich scharf zu kriegen. Und wenn sie dann richtig scharf sind, Steffi hat letztens beim Einpacken sich zweimal geschnitten oder dreimal, nur beim Einpacken dieser Dinger, weil die sind dann richtig scharf. Also richtig scharf ist richtig scharf. Wie lange habt ihr üben müssen, bis es funktioniert? Oder ging das in Stille zu Hause und dann irgendwann klappt's? Also dadurch, dass es etwas vorgefräst ist, ist es einfacher, muss man nicht so viel üben. Du meinst von der Platte, dadurch, dass die Platte vorgefräst ist. Wir haben vorher mal ohne Vorfräsung geübt, dann ist es schon etwas schwerer. Aber es ist alles machbar, ist nicht so schwer. Mhm. Geht. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und tschüss. Jetzt beobachten wir euch mal beim Schnitzen. Beim Schnitzen.